Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, Knochen wieder hier. So, ihr, wie ihr seht hier, versucht jemand meine Basis zu... wie ihr schafft. Aber witzig war es, der ist öfter vorbeigekommen. Wir haben ihm nämlich Basen abgenommen und der hat jetzt keine Möglichkeit mehr. Er hat schon noch Möglichkeiten, aber im Moment sieht sie wohl nicht. Hier großartig eine Basis zu holen, weil wahrscheinlich hat er ein paar abgeklappert hier und hat gesehen, die gehört irgendwem von uns und gerade die äußeren sind meistens recht gut geschützt hier, weil die manchmal schon jemand von uns geholt gehört haben, der hat die dann verloren und wir haben sie wieder geholt und dann hat jemand anders von uns eingenommen, der natürlich dann auch dementsprechend ausgebaut hat und ja, geht schon ganz schön was ab. Es kann sein, dass die Teile fehlen, denn ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal, bevor das jetzt so lange dauert, hier einfach gleich weiterlabern. Der hat später nochmal versucht anzugreifen und ich dachte mir so, ey, hat der kein Gehirn? Warum? Ich habe ja noch Flachs gebaut. Aber ich glaube, der versteht einfach nicht. Also er ist wohl noch nicht lange genug in dem Spiel, um zu verstehen, okay, das ist vielleicht ein bisschen mit dem, was ich da ankomme, ist es wahrscheinlich zu krass und wird eigentlich gar nicht so funktionieren. Und ja, ich lasse es ihm einfach mal und suche mir ein anderes Ziel oder so. Aber nee, er hat es wirklich nochmal probiert. Das Interessante ist eigentlich viel oder weiter unten, wo, jetzt habe ich gerade was gesehen. Ich habe gerade oben irgendwie so einen Hinweis gesehen. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Hier, gerade zu sehen, jedenfalls so ein Typ namens Yoda. Das ist der, mittlerweile Alli-Führer von der Allianz, in der ich als allererstes war, als ich jetzt hier wieder resettet wurde oder neu anfangen musste. Und ist natürlich nicht der Originalbesitzer, denn ich glaube, der ist schon der dritte jetzt oder so, seitdem ich da raus bin. Und jedenfalls, er ist der Einzige, der richtig, richtig Gold ausgibt. Das ist mir auch schon aufgefallen, weil er der Einzige ist, der auch ständig den Leuten hilft, ununterbrochen. Er versucht auch ohne Ende immer Basen zu verteidigen und so. Und genau das hat er diesmal auch gemacht. Ihr werdet es dann gleich noch sehen. Ein bisschen weiter unten. So um südwestlichen unteren Teil. So. Da war eine Basis, die wollte eigentlich ein Kollege haben. Er hat es aber nicht geschafft, die rechtzeitig einzunehmen. Und dann hat er irgendwie jemand weggeballert da und er, keine Ahnung, auf jeden Fall ist jemand anders schnell rein. Und er hat es dann nicht mehr geschafft, weil er ganz schnell aufgewertet hat, die zu holen. In der Zeit muss ich aber jemand anders geholt haben. Dann haben die wieder zurückgeholt von einer anderen Truppe. Irgendwie, wirklich, die er hat so oft den Besitzer gewechselt innerhalb von 2 Tagen, ist er kaum zu fassen. So. Und dann wollte er die holen. Und dann stehen da Berge von Truppen, wirklich Berge. Da hat die ganze Alli wahrscheinlich, alle, was sie haben ihre Truppen dahin gefahren. Ich habe mich überhaupt gewundert, wieso sind hier keine Basisangriffe mehr großartig? Keiner kämpft mehr an Basen, weil die offensichtlich all ihre Truppen an eine Basis gestellt haben. Und ich dachte mir so, das ist ja heftig. Ums Verrecken wollten die nicht, dass diese Basis verloren geht. Und wir machen das zum Beispiel nicht mehr. Wenn jemand einfach nicht ausbaut, ja, und nur 3 Pappflachs hinstellt und so, und das Ding dann verliert, also wir beschützen diese Basen nicht mehr. Was anderes ist, wenn man sieht, jemand hat sich Mühe gegeben, hat auch ausgebaut und wird trotzdem massiv angegriffen, dann ist das eine andere Geschichte. Ja, aber so, wir haben keinen Bock mehr drauf, immer dieses Gerümpel hier dann wieder zu holen. Und die machen es jedenfalls anders. Die haben tonnenweise Zeug dahingestellt und ich dachte, ich gucke mich richtig echt. Dann dachte ich mir, okay, dann bauen wir auch tonnenweise Zeug und greifen den Scheiß einfach mal an. Und genau das haben wir auch gemacht. Ihr seht übrigens hier und da so ein paar andere Scharmützel noch. Wir haben noch ein paar Basen geholt dazwischen. Das ist nicht ganz so interessant, weil das einfach auch leichtere Basen waren. Aber ihr seht ja mal, was man ein bisschen machen kann. Jetzt zählt sie auf jeden Fall mal weiter hier, die Geschichte. Jedenfalls, wir fahren so ran. Ich habe mir überlegt, okay, auf jeden Fall irgendwas mit Raketenwerfern, ne? Ganz klar, diese BRDM-Dinger da. War auch am besten BRDM-2. Und natürlich Helikopter. Ich baue gerne diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Bei der Heli-Basis, die in der zweiten Leiste, die ersten. Die machen 500 Schaden, ist eine 7er-Gruppe jeweils. Finde ich super, weil die auch eine hohe Reichweite haben und die machen ja konstant 500 Schaden, also gegen Basisverteidigung und gleichzeitig auch aber gegen Bodentruppen, also anders als wenn jetzt naja, die sind jedenfalls multifunktional, so. Ganz einfach. Und ja, habe ich halt die auch noch mit rübergebracht und da gab es dann auch so ein paar, die haben sich ein bisschen vorgewagt, die Raketenwerfer schießen und so weiter und so fort, ne? Nicht alle. Der Kollege, der hatte dann auch noch ein größeres Ding da gebaut. Wir haben immer wieder angegriffen und die haben ständig nachgelegt, ne? Ich meine, die Reihen lichteten sich langsam und so. Für mich war das einfach nur Jux. Es ging mir gar nicht darum, er wollte die unbedingt haben und ich dachte mir, okay, hier ist gerade eh nicht so viel los, wir könnten zwar noch ein paar Basen holen, aber ey, lass uns mal einfach den Jux machen hier, ja? Wir brettern mal volle Granate rein und versuchen so viel wie möglich einfach wegzuknallen. Und es war wirklich, ich weiß nicht, wie viel
Das war schon ein kleiner Weltkrieg, echt. Naja, Weltkrieg vielleicht übertrieben, aber war schon ordentliches Gemetzel, denn wir haben von denen unheimlich viel Truppen abgeballert. So, die waren natürlich auch nicht gerade untätig und haben auch viele Raketenwerfer dann gebaut, weil sie mitbekommen haben, das ist wohl besser, wenn du Raketenwaffe am Start hast. Natürlich brauchst du auch ein bisschen Kanonenfutter. Und ja, da haben wir wirklich alles Mögliche da reingesammelt, was irgendwie möglich war. Ich habe teilweise wieder mal Spritprobleme gehabt. Ey, wann habe ich das mal nicht, ne? Seltene Fälle, jedenfalls. In seltenen Fällen habe ich mal keine Spritprobleme. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, was ich genau sagen soll. Es ging wirklich tierisch, tierisch ab. Und wir irgendwann habe ich noch einen letzten Angriff, weil ich gesagt habe, okay, ich muss dann erst weg danach, ne? Bin reingefahren und wir haben wirklich unheimlich viel. Da habe ich ja fast alles weggebrettert und so. Da stand im hinteren Bereich noch, ich bin ja von vorne hier gekommen, im hinteren Bereich, also auf der linken Seite von der Basis, da stand dann noch Zeug. Ich habe gefragt, sag mal, schaffst du das und so? Er hat es tatsächlich geschafft. Er hat auch mittlerweile die Basis geholt und ja, hat die natürlich dementsprechend ausgebaut. Ne? Bei ihm steht da nicht so eine Pappe rum wie bei dem Kollegen, dem die vorher gehört hatte. Ne? Und es war, also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ey, zig Millionen Stahl und also Ressourcen verbraucht ohne Ende. Aber ihr werdet es ja selber sehen dann. Hier läuft ja schon ein Teil davon. Wirklich, da sind auch die meisten Sequenzen sind davon, weil das wirklich ein tierisches Gemetzel war. Blöd ist, mein Kollege ist manchmal ein bisschen ungeduldig. Ich hier eigentlich auch, aber er ist noch ungeduldiger. Der hat dann irgendwie 10 Scorpions und baut die, fährt die da rein und denkt mir, lass doch erstmal sammeln, Junge. Ne? Weil er will dann halt auch so schnell wie möglich ran und hat dann so ein paar Raketenwerfer oder auch so andere Dinger. Irgendwelche wirklich extrem mit extremer Reichweite und so und brettert die dann halt da rein oder lässt sie schießen. Und hier die Dinger da, was sind denn das? 5 RP, keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht so schnell nicht sehen. Ja, jedenfalls so ein Zeug dann da. Aber ich habe auch gesagt, lass mal sammeln. Wenn ich das sage, macht er das auch. Ne? Das wäre auch schon, ist auch viel praktischer, funktioniert dann halt auch besser, ne? Und dann haben wir alle mehr davon. Und ja, das ist eigentlich das der Kern dieses Videos, ne? Wirklich dieses Gemetzel, dieses Zermetzeln eigentlich von diesen ganzen Einheiten. Und dieser Yoda, ey, da tut mir jetzt schon leid. Ich meine, ich habe eigentlich Glück, meine Leute hier, meine Bravas, ja, die sind eigentlich relativ gut. Und gerade so die ersten paar, sagen wir mal, 10 auf jeden Fall. Bessere Goldspieler, sagen wir mal, die sind doch häufiger da. Und wir haben auch schon hier so einen kleinen Kern gebildet und so. Die eine Karte ist zwar so gut verloren, da steckt sich aber noch einer auf jeden Fall wacker durch, der auch mit Gold spielt. Er fühlt ihn besser, wenn er rüberkommt. Aber ich glaube, der will einfach durchziehen, solange es geht und dann mal gucken. Vielleicht können wir sie tatsächlich einnehmen und er hält da durch auf der Karte, dann würden wir vielleicht darüber ziehen. Dann wäre das vielleicht auch alles ein bisschen einfacher. Mal gucken, was wir dann da so finden, ne? Ja, ansonsten wäre es das erstmal hier gewesen. Viel Spaß noch beim Rest des Videos. Gibt noch ordentliches Geballer hier und wir sehen uns beim nächsten. Also, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.